Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier. Wir machen ein kleines Update-Video, was alles geupdatet ist seit dem letzten Stand. Das seht ihr nach dem Intro. Und damit auf jeden Fall herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video hier. Wie gesagt, ein kleines Update-Video für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir machen ein Valorant-Turnier. Und da haben wir schon ein Video zu gemacht, das könnt ihr oben entnehmen, da müsste es aufgeploppt sein. Und da kommen wir auch nochmal zu sprechen auf die ganzen Regeln, wie das Turnier funktioniert und so weiter. Darum geht es jetzt nicht, weil die meisten, die das hier schauen, die kennen das schon und dementsprechend, na, da ist die Info. Auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen, und diverse, also kennt, ne? Das hier ist der aktuelle Stand vom Turnier. Drei Teams haben sich mittlerweile angemeldet. Alles kann man hier sehen. Team 4, wie gesagt, bis Team 8. Wir haben gesagt, bis zu 8 Teams. 5 können sich deswegen theoretisch noch anmelden. Es haben noch 3, 2, 3, je nachdem, haben sich noch bei mir gemeldet. Jo, haben Interesse. Brauchen wir aber noch kurz. Deswegen kein Ding, aber so ungefähr die Regelung. 5 Teams werden es wohl am Ende auf jeden Fall werden. Und als weiteres dann mal schauen. Hier geht es auf jeden Fall darum, nochmal kurz die Info. Hier seht ihr zum Beispiel, wer sagt, ich streame oder ich nehme die Sachen auf oder sonst irgendwas. Die haben hier einen Unterstrich, dann könnt ihr die auch besuchen, wenn sie zum Beispiel dann ihr Spiel machen und so weiter. Inki macht mit mir die Co-Moderation, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Wenn jetzt nichts dazwischen kommen sollte. Und dann werden wir schön über euch ablästern, während ihr spielt. Kommen wir auf jeden Fall zum Formular. Das Formular haben wir so gemacht, 6 bis 8 Leute, alles andere könnt ihr da lesen. Ist auch alles in der Videobeschreibung oder auf unserem Discord aufzufinden. Easy. Auf jeden Fall, wir haben gesagt, 6 Leute mindestens, um ein Team zu bilden. Und man kann sich nicht einfach mit 4 Leuten anmelden oder so und dann hoffen, das reicht schon oder so. Mindestens 6. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine Änderung gemacht, dass es okay ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wir sind aber nur 2 und wir finden keinen dritten oder sonst irgendwie was, oder seid alleine und sagt, hey, probieren kann man es ja, dann könnt ihr euch auch gerne anmelden, dann mit Glück, wenn es dann so von der Zahl her passt und so, würden wir euch dann in so ein Random Team stecken. Das heißt, wenn ihr zu 2 seid und dann noch 4 weitere auch noch suchen zum Beispiel, dann würden wir euch in ein Team stecken. Und dann werdet ihr zum Beispiel so ein Random-Team. Das machen wir jetzt auch. Das haben wir einfach gesagt, okay, wenn Leute mitmachen wollen, aber irgendwie nicht können, weil sie halt kein Team haben, dann geben wir ihnen so auch noch die Möglichkeit. Das haben wir uns auf jeden Fall auch so entschieden. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr es gerne so einmal über den Weg probieren. Und sonst auf unserem Discord oder so auch einmal suchen. Da haben wir Mitspielersuche und so weiter. Hashtag Eigenwerbung, weil da wird das Turnier am Ende auch stattfinden. Also, unser Discord braucht ihr sowieso. Angespielt. Und dann werdet ihr euch auf jeden Fall hier wiederfinden. In dieser wunderschönen Liste, wenn ihr euch angemeldet habt. Wenn ihr nicht drin steht, dann habt ihr euch noch nicht angemeldet. So einfach ist das ganze System. In unserem Discord werdet ihr auch dann grün markiert, wenn ihr euch angemeldet habt. Im Zweifelsfall, falls ihr euch angemeldet habt, also hier steht, aber in Discord noch nicht grün seid, dann einfach gerne Bescheid geben, weil ich habe jetzt auch noch nicht jeden gefunden. Vielleicht weil er auch noch einfach nicht auf dem Discord ist. Kann ja sein. Oder ich habe ihn übersehen. Alles möglich. Auf jeden Fall machen wir auch auf unserem Discord noch ein paar Umfragen und so, um das natürlich auch für jeden angenehmer zu machen, von der Terminplanung her, vom Casting her und so weiter. Das war's auch schon mit dem Video hier. Wollte euch einfach nur diese kleine Info geben, so ein kleines Update. Einfach nur, um euch nochmal die aktuelle Lage vom Turnier zu beschreiben, wie es aktuell so läuft. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt das erste Mal dieses Video hier seht, Interesse habt an diesem System, worum geht es hier eigentlich, wie funktioniert das genau, wie wird denn gespielt, wie gesagt, da oben einmal die Info anklicken, da müsste das letzte Video, wo ich auch die Regeln erklärt habe, drin sein. Und sonst in der Videobeschreibung vielleicht nochmal, wenn ich dran gedacht habe. Oder auf unserem Discord. Das alles. Hab, glaube ich, jetzt genug Werbung gemacht. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis zum 1. Oktober könnt ihr euch anmelden. Und am 2. Oktober, im besten Fall, gibt es dann das Info-Video, wie das Turnier dann jetzt aussieht zum finalen Stand. Genau. Spätestens dann
Vor vielleicht aber auch schon. Mal schauen. Haut rein. Namaste und ciao.